Generalmeldungen der Heute-Redaktion. In Genf beginnen morgen wieder Friedenskonferenz zu Bosnien-Herzegowina. Erstmals sitzen alle Kriegsparteien an einem Tisch. Beobachter räumen den Gesprächen aber nur geringe Chancen ein. Frankreichs Präsident Mitterrand hat sich für ein militärisches Eingreifen des Westens ausgesprochen, falls die Konferenz scheitert. In Sarajevo forderten neue schwere Kämpfe mindestens 3 Tote und 26 Verletzte. Seit heute gibt es in 12 Staaten der EG den europäischen Binnenmarkt. In vielen Städten, wie hier in Brüssel, wurde dies groß gefeiert. Für 340 Millionen Menschen beginnt nun der freie Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital. An den Binnengrenzen fallen die Zollkontrollen weg. Neue Kontrollen hingegen gibt es da zwischen der neuen tschechischen und der neuen slowakischen Republik. Um Mitternacht wurde die vor 70 Jahren gegründete Tschechoslowakei aufgelöst. Die neuen Hauptstädte werden Prag und Bratislava. US-Präsident Bush hat seinen zweitägigen Besuch bei den amerikanischen Truppen in Somalia beendet. Den Soldaten sagte er, ihr Einsatz dort werde keine Mission mit offenem Ende sein. Auf ein Datum ihrer Heimkehr wollte er sich aber nicht festlegen. Während Bushs Aufenthalt gab es schwere Kämpfe zwischen rivalisierenden Banden. Sie sollen mindestens 17 Tote und 25 Verletzte gefordert haben. Bei einem Brand in einem Asylbewerberheim in Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf einen Brandanschlag. Auch ein Feuer in einem Hamburger Asylbewerberheim wird noch untersucht. Dort wurden 4 Menschen verletzt. Gegen rechtsradikale Gewalt gingen auch im neuen Jahr wieder Hunderttausende auf die Straße. In Essen bildeten sie eine Lichterkette gegen Fremdenhass. 6 Kilometer war sie lang und umschloss auch die Synagoge in der Innenstadt. Beim traditionellen Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen waren die deutschen Springer erfolgreich. Jens Weißburg aus Oberwiesenthal belegte Rang 2 hinter dem Japaner Kasai. Andreas Scherer aus Ruhr-Harzberg im Schwarzwald wurde sensationeller 6. Weißflog liegt in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee auf Platz 3. Die Wetteraussichten bis Samstagabend. In der Nacht Frost bis zu minus 10 Grad, in Bayern auch darunter. Vor allem in Nordrhein-Westfalen Gefahr von Reifglätte. Am Tage im Nordwesten und östlich der Elbe trübe mit Aufheiterungen. Temperaturen allgemein zwischen minus 6 und minus 2 Grad. Liebe Zuschauer, das waren Meldungen der Heute-Redaktion.